Es geht weiter mit Let's Play Castlevania Area of Sorrow und man merkt schon mehr und mehr, welche Auswirkungen der schwere Modus hier hat. Aber trotzdem werden wir sicherlich jetzt weiter gut durchkommen. Wir können es nämlich unter Wasser, nachdem wir einen harten Kampf gegen den Tod hatten. Oh! Schleudert Minen in die Luft, die in bestimmten Abständen explodieren. Na gut. Ich gehe jetzt erstmal hier links entlang. Oh, der Teufel erneut. Sehr schön. Ich habe diese Waffe so unterschätzt, ne? Ach, der Uhrenturm geht hier noch weiter. Ach so. Ah, okay. Ach ja, und wir haben noch den Tod. Sehr schön. Ja, ich gehe erstmal hier links entlang, den ganzen Weg nach unten. Gut. Ah, ich glaube, hier kommen wir erst ganz spät entlang. Stimmt. Das werden wir noch mal ganz kurz außen vor lassen, die Stelle. Denn da habe ich was Ach Gott. Mit Medusenköpfen. Wollte ich mich doch verarschen. Wir alle wissen ja, dass die Stacheln scheiße viel Schaden machen. Hä? Was war das denn jetzt? Was habe ich jetzt da gerade runtergehauen? Wir bekommen auf jeden Fall den Burstgang. Das ist mal richtig stark. Ist das vielleicht noch besser als links die Kaiserfaust? Ich habe die Waffe jetzt ja gerade ziemlich lieben gelernt. Oh Gott. Ich will mal hier ein paar Testobjekte haben. Nee, also gegen den schon mal nicht. Ich glaube, ich bleibe wirklich bei der Kaiserfaust, egal wie stark das ist. Denn dafür können wir ja dreimal hintereinander ganz schnell angreifen. Weil bis wir einmal mit dem Bootgang angegriffen haben, haben wir mit der Kaiserfaust schon 6-mal angegriffen. Das ist jetzt noch nicht mal übertrieben, sondern wirklich realistisch jetzt gedacht, ausgerechnet. Ich muss mal echt diese Tastentöne ein bisschen reduzieren. Weil ich krieg's einfach nicht hin, man muss jetzt so viel auf die Tasten hämmern. Ich könnte höchstens versuchen, dass ich mein Mikro ein bisschen mehr ranstelle, es dann insgesamt leiser stelle, damit ich dann halt da trotzdem lauter klinge, aber die Tastentöne halt leiser sind. Und, boah, das war knapp. Mache ich ab der nächsten Aufnahme dann wahrscheinlich mal. Wenn ich das hoffentlich dann hinbekomme. Gut, hier ist hier ein Teleporter, das wäre ziemlich nice. Ne, wieder nur die Kriegsgruppen. Ach, man stirbt. So. Gut. Boah. Okay, gut. Alle bitte kaputt gehen. Das wäre ganz nett. Ach, was willst du denn? So. Zum Glück hat die nicht so viele KP. Wo führt mich das überhaupt jetzt hin? Ach, wieder hier. Ach, ein Teleporter. Okay. Aber erstmal machen wir hier noch alles kaputt. Was gibt's hier? Das nächste Gebiet, okay. Da möchte ich dann noch nicht direkt hin, sondern erstmal... Obwohl, Moment mal. Ach nee, doch nicht. Das ist doch nicht das nächste Gebiet. Das führt uns wieder irgendwo anders hin. Das ist also hier ein kleiner Übergang. Und wir kommen... Ah, wir kommen hier raus und das ist ja... Ja, okay, ist ja nichts Gefährliches. Da kommen wir dann auch zu dem... Ja, okay, jetzt habe ich nur keinen Teleporter direkt in der Nähe. Das war jetzt nicht so gut. Egal, wir gehen jetzt erstmal nach links. Und ihr könnt nichts mehr außer mir ihr absoluten Schaden zufügen. Und ich stelle mich... Wie stelle ich mich an hier? Och, Mann. Ja, okay, ich hab mir jetzt auch keine Mühe gegeben, weil ich die Gegner jetzt total unterschätzt habe. Und das ist jetzt meine Ausrede. So. Von dem will ich gerne die Seele haben. Leonardo Auge. Okay, du kannst mir auch nichts mehr antun. Und so. Ja, schön. Dann nach draußen können wir auch nie gelangen. Es sei denn, das soll der Garten darstellen, weil der ist ja auch so ein klein bisschen hier drunter. Dieser Außenbereich. Wir hätten auch so ein paar Bäume und das könnte dieser hängende Garten sein. Gut. Ja, ziehe ich das hier gerade so unwollend ein bisschen lang. Weil ich jetzt gar nicht dran gedacht habe, dass da unten ja. Ach. Du blödes Viech, ich will dich wenigstens noch umbringen.
So, okay. Die ganze Zeit da so ein Rad vor einen haben. Das erinnert mich an eine Situation, die ich gerade hatte, kurz vor der Aufnahme. Denn ich hatte meine Eltern gerade nach Stadt abgesetzt, weil die zu einer Veranstaltung wollten. Ach, und auf der Rückfahrt, ja. Da hatte ich eine Zeit, das war so eine etwas schmalere Strecke, war aber so normal zweispurig. War so ein Fahrradfahrer vor mir. Ist dann so ein bisschen bergauf gegangen. Man hat es angesehen, erstmal hat er seinen Gang nicht runtergestellt. Der hat sich so richtig abgehetzt, ist auch entsprechend sehr langsam gefahren. Ist ja okay, denkt man, kann man ja überholen an der Seite. Nee. Der fährt die ganze Zeit lang mittig auf der Spur. Dass man da gar nicht an dem vorbeikommt. Und dann dreht er den, dann, ja, man fährt halt, man tuckt halt langsam da hinterher, weil man kann an dem einfach nicht vorbei, weil der fährt genau in der Mitte, nicht an der Seite. In der Mitte von der Straße. Und ja, man tuckert halt langsam hinterher mit seinen 20 oder wie schnell man da auch nur fahren kann. Denn, also ein Fahrrad ist in der Regel 20 km/h, mehr geht da nicht. Ist ja auch okay. Aber dann muss er doch am Rand und dann muss er auch noch zufällig an der gleichen Ampel auch noch nach links. Und dann ist er auch wieder in der Mitte vor mir, mitten auf der Spur. Und ich lese mal kurz nicht vor. Komischer Chaos, Freund von dir. Ja, ich habe das jetzt auch nur über Ricardo geredet. Tränke. Ganz viele Tränke. 5 Stück. Ach, hier gibt es auch starke Tränke. Obwohl, die halten 400. Ach, ich habe was vergessen. Und eigentlich ist das kontraproduktiv, wenn man sich starke Tränke holt. Weil vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind dann die normalen Tränke besser. Weil 5... man hat mich bei... wenn man für 1000 normale Tränke holt, also 5 Tränke und... Das will ich haben. Das Schwert ist richtig geil. Aber na gut, wir haben bald noch besseres. Der Seelenring, der ist auch heftig. Den werden wir gut für Seelen gebrauchen können. Was irgendwie Sinn ergibt bei dem Namen. Ja, okay, sonst werde ich jetzt erstmal nichts kaufen. Außer weitere Tränke. So, man kann nur leider maximal 9 Stück haben. Na gut. Dann brauche ich das jetzt nicht mehr, dann wieder Scooter. Und jetzt haben wir hier oben zum Glück einen Teleporter. Da geht das dann schon deutlich leichter mit. Ja, dann wurde es dann einmal dann wieder zweispurig mit gestrichelter Linie und dann konnte ich endlich an dem vorbei. Aber das war jetzt nicht... war aber auch nicht so... War aber irgendwie so ein älterer Mann. Weiß nicht, vielleicht war der auch... Der war jetzt nicht so... War jetzt nicht so mega uralt. Vielleicht war der irgendwie nur so ein bisschen durcheinander oder... Keine Ahnung. Aber das war natürlich nicht schön. Das hat mich an diesen Rad voll dran erinnert, weil man die ganze Zeit so ein Teil vor einem hat, auf das man dann mal Rücksicht nehmen muss. Ach, ich will doch... Wollte jetzt gar nicht da entlang. Ups. Ich wollte eigentlich nach oben. Obwohl, Moment mal. Nee, doch nicht. Ich fahre jetzt gerade irgendwie geistig ganz woanders. Okay, nee, dann gehen wir mal ganz kurz zurück, weil ich habe gedacht, da wäre vielleicht doch noch was. Nee, dann gehen wir doch noch mal ganz zurück. Denn jetzt haben wir hier zwei Gebiete, wo ja Wasser ist. Und die gehen wir jetzt mal entlang. Denn zum einen haben wir jetzt, das ist ja auch jetzt ziemlich am Anfang, wo wir auch einmal ganz am Anfang waren, da können wir dann unter Wasser was machen. Und da war noch so ein zweites Wassergebiet, da können wir dann jetzt auch unter Wasser. Und ja, allgemein wird das nächste Gebiet dann viel unter Wasser passieren. Da sind dann auch nochmal viele Gegner. Aber ich meine mich erinnern zu können, dass es ab jetzt ein bisschen schwieriger wird als auf dem Uhrenturm. Auch wenn natürlich der Anspruch noch da sein wird. Genau, war ja noch gar nicht so lange her, als wir hier waren. Und ich gucke immer irgendwie nach, ob hier doch noch was ist. Ich habe da immer noch Misstrauen. Jetzt können wir die Fische auch endlich mal richtig verhauen. Weil sonst war das ja immer ein bisschen umständlich. Oh, gutes Fleisch. Geil. Das hält ja, glaube ich, 290. Also bei denen werde ich das bestimmt mal farmen gehen. So, tschüss. Ich liebe einfach diese Kaiserfaust. Ich habe die erstmal so unterschätzt. Ja, weil es gibt eigentlich in fast jedem Castlevania-Spiel so eine Art von Waffe, die halt so ganz oft trifft. Und die war halt immer ziemlich scheiße. Aber hier ist die halt total geil. Und hier ist auch die Physik schon ein bisschen anders. Man kann ja halt auch nach oben, nach unten so, ich sag mal so, schon fast fliegen.
Und ich glaube, ab jetzt gibt es... Oh, und der Boss hier. Ja, ich sag schon bewusst Boss, weil es gibt noch einen Boss-Rush. Und da wird der komischerweise als Boss anerkannt. Na gut, aber in Order of Ecclesia gibt es den auch. Und das ist tatsächlich ein Boss. Und ich finde ja immer, dass das das dunkle Mal ist. Ne, ein Totenkopf, kommt was aus dem Mund raus. Das war jetzt keine Schlange. Obwohl in Order of Ecclesia sah es tatsächlich aus wie eine Schlange. Ah, das Viech ist aber schon nervig. Dann kannst du auch solche komischen Schallwellen hier absondern. Ganz ekliges Viech. So, tschüss. Ach so, ja, der fallende Schädel macht auch nochmal Schaden. Na gut. Dann mach. Oh, was ist das? Das sieht cool aus. Rahabs Klinge. Okay. Hat guten Schaden. Verzaubertes Eisschwert. Aber ganz ehrlich, ich bleibe bei meiner Kaiserfaust. Und das habe ich jetzt da, wo wir die ganzen geilen Schwerter bekommen. Ach so, natürlich. Sollte ich auch mal aktivieren. Ach Gott. Na komm, ich skip das hier wieder. So. Ah, macht aber nichts. Wir sind ja eh hier in der Nähe. Wir könnten aber auch mal erstmal den Weg entlang gehen. Mal gucken, wo das überhaupt hinführt. Vielleicht ist das ja auch optional. Wenn wir jetzt hier entlang gehen und ich möchte... Na, dann eben nicht. Ich wollte mal gerne seine Seele haben, aber ich kriege die einfach nie. Tschüss. Du Killerfisch. Dich und dein Kind töten wir jetzt auch nochmal. Denn hier waren wir ja noch gar nicht. Wo führt das denn hin? Dann machen wir erstmal das hier ruhig. Das ist nämlich das gleiche Gebiet und ich glaube, man am Ende treffen sich dann eh dann beide Wege irgendwie. Und ich, weil hier ist nämlich noch so ein bisschen mehr an der Luft los und das ist doch ein bisschen angenehmer. War da oben nicht auch irgendwas, wo man dann hingelangen konnte? Ja. Ey. Mann. Und ach, überall diese Kobolde und die sind so nervig zu treffen. So blöd und schwer. Aha. Ich glaube, da kann ich auch noch gar nicht hin, so wirklich. Wir werden aber später eh noch viel Zeit damit verbringen, die ganze Map noch zu vervollständigen. Oh, schießt mit Feuerbällen. Ist das vielleicht besser? Fischkopf. Den Altär hatte ich auch noch, aber der war nicht so gut. Hä? Achso, das ist dann also ein Feuerball. Ach, ich glaube, hier brauchen wir jetzt Undine. Ja, genau, das muss man so mit beiden ein bisschen zusammenarbeiten. Ah, der Tod verbraucht nur leider sehr viel MP. Aber ist halt dafür eine gute Waffe. So. Gut. Oh. Ja, natürlich macht er seine 88 Schaden. Ach, ich hab das ja immer noch ausgerüstet. Axtrüstung. Viel besser. Verbraucht auch weniger. Dann gehe ich jetzt erstmal hier links entlang. Vielleicht finden wir auch noch einen Speicherpunkt. Ach, und hier haben wir den Triton. Ja, komm. Ich mache dich erstmal kaputt. Ach nein, warum ist da noch eine Reihe von Gegnern? Oh, okay. Achso, haben wir ja schon. Stirb. Stirb einfach. Danke. Der hat mich gehört. Was? Warum hat das so viel Schaden gemacht? Hä, das hat jetzt irgendwie dreimal 88. Was sind das hier für Gegner? Ich habe doch gedacht, das wird jetzt erstmal chilliger. Ich dachte, das wird jetzt erstmal so ein bisschen chilliger jetzt nach dem Uhrenturm. Natürlich sind ja auch blöde Gegner und so und dass der Anspruch noch da ist, aber. Jetzt bin ich schon zweimal in Kürze so schnell gestorben. Ach ja, ich spiele ja auch schwierig. Aber na gut, ich mag ja schwierig. Ich mag es ja, wenn es schwer ist. Ich kann mich da ja nicht beschweren. Dann mache ich das so. Dann gehe ich dann diesmal unten dann rechts entlang, weil vielleicht sind da auch noch mal ein Speicherpunkt oder allgemein dort weniger Probleme. Am Ende werden wir sowieso ja alles entlang gehen. Ach, und die Kobolde, die lächeln mich schon so an.
Die lächeln schon so richtig hier rüber. Komm, stirb. Stirb. So, nice. Gut. Ich glaube, der Herr Dracula oder wer auch immer jetzt hier wohnt, muss mal hier dringend den Wasserfluss mal ein bisschen verbessern. Ich glaube, der hat hier so ein kleines Wasserrohrbruch oder so. Obwohl, nein. Diesmal warte ich, bis die Flamme weg ist. So. Und jetzt werde ich jetzt untertauchen. Okay, jetzt gehe ich erstmal hier rechts entlang. Weil ich habe ja noch die kleine Hoffnung, dass man hier immer noch... Ja, noch irgendwie sowas wie noch einen Speicherraum findet oder nochmal einen Teleporter. Dann hat man das dann eben alles gespeichert. Oh, die kann man sehr gut damit killen. Aber man muss aufpassen, die können nämlich vergiften, diese Asis. Dann warte ich mal kurz, bis das weg ist. Gut. Sehr nice. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieser Raum soll. Ist das einfach nur, um Killerfische zu farmen? Hätte ich jetzt so auch nichts gegen. Ja, nee, sonst ist hier ja nichts. Weil die droppen ja auch gutes Fleisch. Das ist einfach so ein ganz sinnloser Raum. Hat so ein bisschen was von so einem Carpador. Aber das ist auch ganz schlimm, diese Unen, die können sich auch noch so ganz oft vermehren. Oh, geil. Geil. Das ist sehr geil. Darauf habe ich doch nur gehofft. Ja, okay, das war jetzt nicht so schlau. Naja. Ach ja. Hi, zweiter Boss. So sieht man sich wieder. Oh Gott. Ah. So. 105 Schaden macht er immer noch. Okay. Jetzt zweite Waffe im Riesengespenst. So. Nice. Okay, das war der vierte Boss. Der war auch mal schwerer. Ach, die Beyblader. Sind sie ja überall. So. Gut. Sieht aber cool aus hier, dieses Eisgebiet. Den Rest werden wir auch noch nach und nach dann nachholen. Warum sind die hier überall? Diese Kackgegner. Oh, nein. Diesmal habe ich zugelernt. Gut. Ja. Ich bin gerade, wie gesagt, ein bisschen ruhiger, weil das Spiel. Hier was? Nee. Was gibt's denn hier? Obwohl, ich gucke jetzt mal den Raum zu Ende an, oder? Ah, nee, ich glaube, da geht's normal weiter. Okay, gut. Kann ich eigentlich mit der Kaiserfaust auch Schüsse ablocken? Ach nein, den Verrückten. Was war... Was hat mich denn jetzt... das muss ich mir nochmal in der Aufnahme angucken. Was hat mich jetzt getötet? Oh Gott. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen leveln oder so. Weil das geht ja gar nicht, dass man hier so schnell stirbt. Vielleicht noch so ein paar Verteidigungsseelen farmen oder mir doch mal... Vielleicht sollte ich auch mal eine bessere Rüstung mal kaufen und anlegen. Aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Ich mache jetzt erstmal auch eine kleinere Aufnahmepause. Denn das muss dringend mal sein. Ach, das Spiel ist schon hart. Da kommen hier einmal so ein bisschen Erfahrungspunkte. Na gut, die paar Gegner machen es jetzt auch voll aus. Na gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn es halt ein bisschen oft zum Tod kommt. Naja, ansonsten sage ich dann mal, bis dann.